Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer neuen Episode in unserem Elden Ring DLC. Und hier zurück, ja, vor Mesmers Haustür sozusagen, nachdem ich mich im letzten Kampf hier mit diesem Bild komplett bis zu ihm hochgekämpft habe. Das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Bin mir nur nicht sicher, ob es der richtige ist, um ihn auch tatsächlich zu besiegen. Das ist die andere große Frage, die wir heute klären wollen, denn ich würde sagen, wir stürzen uns direkt rein. Und sollte ich das heute schaffen, schauen wir uns noch den Kirchenbezirk an. Das ist der Plan, von daher direkt los. Ich habe ihn ja letztes Mal schon in die zweite Phase bekommen. Und das war mit der Hilfe von Yolan. Entschuldigung. Und meiner Beschwörung. Das war ja mal ein richtig starker Einstieg hier. Eieieiei. Und zwar Oga. Deswegen hoffe ich, dass das heute auch nochmal klappt. Dass wir hier gemeinsam in die zweite Phase drücken. Ich versuche jetzt... Alter. Okay, ich muss irgendwann mal natürlich auch seine Attacken ausweichen, aber jetzt gucken wir erstmal. Das hat nämlich jetzt gestern ganz gut funktioniert, mit dem Stein hier seine Haltung zu brechen. Ja, genau. Das funktioniert auch. Nur dann muss ich natürlich auch nah genug dran sein, um ihm dann ordentlich Schaden zu machen. Was zur... Alter, das macht so viel Schaden bei mir. Das ist unglaublich. Meine Herren. Okay, aber wir haben ihn auf halb, sag ich mal. Ich behaupte, es muss gehen. Das einzige Problem, was ich jetzt natürlich habe, ist mit diesem Bild, da ich hauptsächlich jetzt hier auf Entfernung gehe, ich bin hier nicht auf Magie. Also ich habe hier kein Magierbild sozusagen, sondern ich habe ja mein gesamtes Bild auf die Waffe ausgerichtet. Und ich komme hier aber quasi gar nicht dazu, meine Waffe wirklich einzusetzen, sondern ich schmeiße die ganze Zeit nur mit Stein ab. Und das führt natürlich dazu, dass ich auch relativ wenig Schaden mache. Und das ist ein bisschen die Schwäche jetzt hier an meiner Strategie aktuell. Oh, da kommt der Wurf. Oh, ich bin tot. Oh, dieser Wurf ist so brutal. Guckt euch das mal an. Ich habe komplett volle Energie. Na gut, ich überlebe's. Ein Strich. Wenn ich nicht komplett volle Energie habe, so wie jetzt, dann überlebe ich es nicht. Also so brutal ist das. Und ja, deswegen muss ich mal gucken, wenn man ihn dann so bricht wie jetzt gerade, dass ich dann vielleicht eine Chance habe, auch mal mit meiner Waffe reinzugehen. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Aber ich schaff's hier gerade nicht mal in Ruhe zu heilen. Das gibt's nicht. So verbrauche ich nur Tränke bis zum Geht nicht mehr. Eieiei. Also ich weiß noch nicht, ob das die finale Strategie ist, um diesen Kampf irgendwie zu schaffen. Ich muss ihm im besten Falle hier jetzt die Haltung brechen. Während ich hier direkt bei ihm stehe. So, nicht während er mich bombardiert. Keine Zauber mehr. Okay, er geht in zweite Phase. Hinten haben wir das mal geschafft. Ah, jetzt trifft mich noch sein Zauber. Ich glaub's ja nicht. Ja, und dann, wenn mich das trifft, bin ich sofort tot. Ha. Okay. Ja, ihr seht, was das Problem ist. Meine Spells machen nicht genügend Schaden, weil mein Bild nicht darauf ausgerichtet ist und ich traue mich nicht mit meiner Waffe ran, beziehungsweise ich komme auch nicht mit meiner Waffe ran. Sie staggert ihn nicht meinem Ansatz. Und er hat so brutal viele Attacken, dem könnte ich jetzt mal langsam ausweichen, den ich quasi nicht richtig ausweichen kann. Und das sorgt dafür, dass ich hier keine Chance habe. Ich merke auch, ich habe meine Runen mal wieder vernachlässigt. Egal. Das ist jetzt nicht meine Priorität, ganz ehrlich. Ich will Mesmer besiegen. Und zwar jetzt. Jetzt und in dieser Runde. So, jetzt ist er gestaggert. Viel Schaden plus erblutet, aber das kriege ich halt nicht die ganze Zeit hin, weil ich selber halt auch den Schaden nehme, wenn ich da direkt bei ihm stehe. Und voilà, das war knapp. Okay, einmal. Oh mein Gott, also diese Attacken. Ich muss hier ausweichen, sonst habe ich keine Chance. Ja, also die zweite Phase, aber ich bin tot, Leute. Es ist cool, aber
Wir müssen in die zweite Phase und dann mal schauen, wie haut das dahin. Aber das war jetzt schon kein schlechter Ansatz. Ich hatte ihn relativ schnell in der zweiten Phase, weil ich immer auch mal mein Schwert nutzen konnte. So. Okay, er hat seine Aufmerksamkeit. Ich wollte gerade sagen, er hat seine Aufmerksamkeit. Dann dreht er sich einfach um und haut mir nochmal einen auf die Birne. Der ist so unberechenbar, auch in seinen Attacken. Wann er wen angreift. Jetzt, genau, jetzt werfen wir hoffentlich. Ich habe es fast nicht gerechnet, muss ich sagen. Oh, jetzt kommt sein Wurf, während ich wieder. Oh. Dieser Wurf. Dieser verdammte Wurf. Der kommt immer gefühlt aus dem Nichts irgendwo angerannt. Und dann fängt man an, Panik-Rolls zu machen. Und gar nichts klappt mehr. Okay. Egal, ich beklag mich nicht. Ich breche jetzt seine Haltung. Okay. Oh, ich bin dran. Und jetzt schön im Schwert. Ja, aber guck mal, sobald ich bei ihm nah dran bin, guck mal, ich bin mit null Energie da rausgenommen. Komm, ist der Nummer. Keine Chance. Okay, sie haben ihn. Zweite Phase. Oben hat nochmal schön Schuss abgelassen. So, und jetzt dieser blöden Schlange ausweichen. Zweimal. Trank. Ist er bei mir oder was macht er? Er ist bei mir. Okay. Das bringt nichts, wenn die Schlange da ist. Okay. Das kommt. Das Ding ist getan. Und ich sterbe, ja. Es ist auch so schwierig, weil die Kamera immer links, rechts, über einen drüber, wenn man ihn anvisiert hat. Und ich habe keine Ahnung, was und von wo es kommt. Okay, ich besinne mich jetzt mal. Ich besinne mich. Ich rede nicht so viel. Ich mache ihn einfach platt. Ich mache ihn einfach platt. Einmal, zweimal. So. Jetzt muss Yolan aktiv werden. Okay, dann kann ich Ober. Dann sollte ich zweimal Steine schleudern können. Und blauen Trank. Jetzt kommt er zum Kampf. Warum weiche ich dem nicht aus? Man weiß es nicht. Okay, er ist abgelenkt. Dann wieder Steine. Vielleicht das hier. Hat seine Haltung gebrochen. Nein, ist nicht. Das war nicht die Attacke, die ich einsetzen wollte. Das hat nur P gekostet. Egal. Okay, sie haben die Haltung. Ah, verdammt, ich habe keine MP mehr in dem Moment, wo ich sie brauche. Trink mal jetzt. Das war gut. Okay, gemeinsam hingekriegt. So, jetzt dieser blöden Schlange ausweichen. Also jetzt und jetzt. Dann vielleicht direkt nochmal das hinterher. Ja, das ist nämlich echt. Oh, da kommt der Wurf. Oh, dieser verdammte. Ah, warum weiche ich hier so früh aus? Bitte überlebst. Bitte überlebst und irgendjemand macht ihm Danke. Ich kann zweimal Tränke nehmen. Okay. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich hole mal wieder die Steinschleuder, weil ich glaube, ein bisschen zuverlässiger zu diesem Zeitpunkt. Und wir wollen jetzt seine Haltung brechen, wenn das denn überhaupt noch geht in der zweiten Phase. Overleidet, overleidet. Oh, ich habe ihn. Okay. Aber zu langsam bei ihm und ich habe wieder keine FP für mein Schwert. Und ich bin tot. Ja. Okay, aber man kann seine Haltung brechen. Ich war zu gierig und ich hatte keine FP, aber ich habe noch zwei Tränke gehabt und sechs Heiltränke. Also es ist machbar. Wir sind dran, Leute. Wir sind dran. Ich schaff's heute. Ich schaff das heute. Ich schaff's jetzt. Ich schaff's jetzt. So, die Attacke kommt. Der kann ich ausweichen, oder? Ja, perfekt. So, was macht er? Er guckt sich. Gott sei Dank, okay. Steinschleuder einmal, zweimal. Jetzt diesmal an die Gelenk. Okay, na gut, von mir aus. Ausweichen. Alles gut, alles gut. Kriegen wir seine Haltung? Alles gut.
sehr gern. Sobald ich mein Schwert reinbekomme, habe ich eine Chance. Das war verdammt gut. Das war wirklich gut für die zweite Phase. Ich nehme Trank. Das war blöd. Ich wollte gerade... Ey, was war das für ein Trank? Ich habe zu lange gewartet und dadurch konnte ich nicht mehr diese Attacke ausweichen. Verdammt, so gut bin ich noch nie in die zweite Phase gekommen. Ah. Okay, das habe ich verschenkt. Das habe ich eindeutig verschenkt. Ich war sehr, sehr selbstbewusst. Eieieiei, nach einem guten Versuch, ihr wisst, folgen viel schlechte. Aber nicht bei mir. Nicht bei mir. Jetzt kommt noch ein besserer. Zack, Stein. Ich wollte gerade sagen, hat der gerade da einfach nur gestanden. Oh mein Gott, das war knapp. Zack, okay, alles gut, alles gut. Ich könnte ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Sehr schön. Und dann machen wir nochmal das. Okay, aber er steht mit mir. Ich auch. Wir müssen heilen. Verdammt, jetzt ist gerade seine Haltung gebrochen. Das wäre die Gelegenheit gewesen. Ja, fuck, jetzt kriege ich schon wieder nicht zu fassen. Das wäre die Gelegenheit gewesen. Oh, nicht aufgepasst. Okay, ausweichen. Steine, Steine. Wir brauchen einen blauen Trank. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Okay. Zweite Phase. Habe ich den blauen Trank jetzt genommen? Ne, habe ich nicht. So, jetzt nehme ich ihn ganz schnell. Ich darf nur nicht wieder zu lange aufhalten. Sonst habe ich kein Zeitfenster für diese Attacke. Okay, ich muss heilen. Oh, danke, danke, danke. Das war wichtig. Okay, dann ist die Schlange. Ich glaube, bei der hilft diese Bodenattacke wahrscheinlich nicht. Vielleicht, wenn er da wieder rauskommt. Ja, da kriege ich ihn gut. Da kriege ich ihn gut. Okay, jetzt muss ich Schlappe ziehen. Und er kommt. Er kommt. Ausweichen. Weg, weg, weg. Okay, das war gut. Böse Schlange, böse Schlange. Das war ein schlechtes Timing. Ich lebe, ich lebe. Ich lebe, ich lebe. Macht irgendwas. Er kommt zu mir zu sehr zu... Oh, ich habe ein gutes Gefühl. Ich lasse euch jetzt gerade mal machen. Ich muss mich jetzt hier in Sicherheit bringen, gesundheitlich. Und dann kann ich wieder Attacken machen. Oh, ich glaube, wir haben ihn. Komm schon. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Ausweichen. Und mit dem Schwert abschließen. Yes. Yes. Oh mein Gott. Ich habe sogar noch mit dem Schwert abgeschlossen. Jolan, der Kampf ist vorbei. Du hast gut gekämpft. Ihr habt gut gekämpft. Echo des Fehlers. Oh mein Gott, und Mesmas Zunder. Bin ich happy, dass ich das jetzt noch hinbekommen habe. Hammer, ja, du darfst gehen. Oh mein Gott. Ah, schwieriger Kampf, muss ich echt sagen. Schwieriger, schwieriger Kampf. Ich musste am Ende drauf konzentriert bleiben, am Leben zu bleiben, meine Tränke zu nehmen. Deswegen, die beiden haben da echt gut abgelenkt und gut geholfen. Ich brauche 40.000 Runen, damit ich hier die Runen in Sicherheit bringe. Das mache ich jetzt auf jeden Fall. Wenn ich die verliere, drehe ich durch. Das sind 30. Ich will eine behalten. Ihr wisst, da bin ich Sammler. Da bin ich Sammler. Ich will eine Rune von jeder haben. Oh mein Gott. So, was bringen die? Machen wir mal zwei. Das sollte reichen. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war ein harter Kampf. Stufenaufstieg. Ja, und ihr seht, ich habe halt Weisheit nur auf 55. Ich habe ja, mach mehr Schaden mit meiner Waffe und nicht mit den Spells. Und deswegen ist das natürlich viel sinniger, voll auf Weisheit zu gehen und dann hier mit dem Zauberstab irgendwelche Dinger zu werfen, als wie ich es jetzt gemacht habe. Aber ich wollte es im Bild nicht nochmal neu machen. Denn, übergangslos, gehen wir jetzt in den Kirchenbezirk. Und machen hier direkt weiter. Es gibt keine Pause. Also es gibt jetzt aktuell nämlich mehrere Möglichkeiten. Der Kirchenbezirk führt uns ja hier rein und hier rein.
Wir haben schon den Weg freigeschaltet in die Ruinen. Das kommt natürlich gegen Ende. Und uns fehlt aber natürlich auch noch die hier, die Geschichte hier. Die Drachengrube bzw. der Berg. Ich will aber natürlich jetzt erstmal auch den Auftrag von Manus mit dir bzw. Ymir machen. Und deswegen wollen wir hier rein und deswegen gehe ich jetzt in den Kirchenbezirk. So habe ich es auch in der Reihenfolge meiner Guides gemacht. So mache ich es auch jetzt wieder. Und deswegen jetzt hoffentlich ein bisschen entspannter als der Bosskampf den Rest des Videos hier. Ganz entspannt den Kirchenbezirk erkunden. Das ist mein Plan, dass das jetzt ganz easy wird, hier kaum schwierige Gegner anzutreffen sind. Das wäre doch mal cool, oder? Das fände ich jetzt sehr, sehr angenehm. Jetzt gehen wir als allererstes mal hier rüber. Da kann man nämlich immer einen schönen Blick riskieren auf das Monster da unten. Da habe ich erst gedacht, was zur Hölle passiert hier? Es gibt doch keine Unterwasser-Welt in Elden Ring, aber so ist es dann auch leider nicht, weil es wäre cool gewesen, wenn das ein neuer Boss gewesen wäre hier. Aber nein, ist es leider nicht. Trotzdem gehen wir hier rüber, denn sobald man das Wasser ablässt, bekommt man das hier nicht mehr, die große Gräbertallilie. Deswegen machen wir das an der Stelle. So, da sieht man es jetzt schon so ein bisschen, dass das so ein Wurzelgeist, ich weiß immer nicht, wie die heißen. Ich komme immer nicht drauf, aber so ein Ding ist, was wir schon zigfach bekämpft haben und hier direkt auch, glaube ich, nochmal zweimal bekämpfen müssen. Aber das ist nicht schlimm. Wir müssen erstmal das Wasser ablassen. So, und dafür muss ich eben. Ich muss das hier nicht einsammeln, aber ich glaube, man kommt an diese Gräbertallilien nicht mehr ran, sobald man das Wasser abgelassen ist. Das ist zumindest meine Vermutung. Weil dann natürlich die Baumstämme am Boden liegen und dieser Ring hier trotzdem noch hier oben ist. Ich bin ein bisschen heiser heute, habe ich das Gefühl. Es tut mir leid. Vielleicht rede ich zu viel. So, euch Feuerdämonen habe ich eigentlich gar keine Lust. Ich habe die Angst, dass die. Genau, die machen nämlich genau das, die explodieren. Das heißt, ich muss sie gar nicht besiegen, um ihre Runen zu bekommen, sondern ich muss nur wegbleiben von ihnen. Guck mal, der fällt freiwillig ins Wasser, ist doch spitze. Oh. Oh, dich hatte ich nicht ganz so auf dem Schirm, dass du noch hier bist. So, aber. Zack. Hoppala. Vielleicht kann ich ihn stunlocken. Weil da ist jetzt meine Waffe wieder valide. Und das ist einfach schön. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt funktioniert die nämlich wieder. Und das macht ein bisschen Druck raus, weil das hat gerade gegen Mesmer einfach keinen Sinn gemacht, gegen ihn in deinem Einzelkampf anzutreten. So, hier kriegt man auch vielleicht nochmal Monster-Feelings unter uns. Und deswegen gehen wir jetzt schnell hier hoch. Oh! Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass ich da runtergefallen bin. Oh Mann! Na gut, nicht schlimm. Bin ich nicht richtig gesprungen? Ich dachte, ich wäre sogar mit einem Sprintsprung gesprungen. Sprintsprung gesprungen. Fischers Fritsch. Ja, da fängt schon an. Sollte ich heute nicht mehr damit anfangen. Guck mal, ich habe hier einen Gegenstand liegen lassen. Deswegen wollte das Spiel, dass ich hier nochmal vorbeischaue, weil wir lassen nichts liegen natürlich. So, bleib mal gleich auf der Mauer, auf der Lauer. Gehen hier hoch. Zack, vorsichtig. Die explodieren schon wieder fleißig. Sehr gut. So, ist unser Feuerritter wieder da? Yes. Ja, man kann auch mal was ausweichen vielleicht. Oh, das ist schlecht. Der tötet mich. Okay. Ich glaube, ich muss es riskieren. Ich glaube, ich muss es riskieren, in der Serie zu bleiben. Okay. Ich dachte, ich wäre diesen Feuerattacken ausgewichen. Aber ich habe sie ja voll mitgenommen, warum auch immer. Das wären wieder Runen gewesen. Aber gut, wären nicht viele. Trotzdem. Ich will nicht schon wieder so einen Lauf anfangen, wo ich anfange, Runen zu verlieren. So, irgendwie. Ja, so machen wir das. Okay. Oh, ich dachte, hier sind vielleicht auch noch Sachen zum Einsammeln. Aber ich glaube tatsächlich, hier gibt es nicht mehr viel. Das heißt, wir können da runter. Müssen einen guten Spot finden.
Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und wer sich erinnert, wir haben schon zweimal gegen Feuerritter Quiline gekämpft. Den besuchen wir jetzt an der Stelle mal, denn der hat uns ja einen Schlüssel hinterlassen. Und der führt uns in diesen Gebetsraum. Und da liegt der gute Feuerritter. Und da wir jetzt schon zwei Irisse heute eingesammelt haben, heute, sage ich in dem Let's Play, and I hereby swear to never cease. So please, grant me thy grace. Leave me with my solitary light. Queen Marika, I implore thee, bestow thy grace. Take not from... So, wir haben die Iris der Gnade schon eingesammelt und die Iris der Verfinsterung. Ist auch ein Grund, warum ich meine Guides so in der groben Reihenfolge angemacht habe, damit ihr beides schon habt, wenn ihr an diese Stelle kommt. Sonst kann man es hier zwar im Kirchenbezirk auch noch einsammeln, aber hier habt ihr jetzt schon von Anfang an die Möglichkeit. Und ich habe letztes Mal die Iris der Gnade gegeben und habe deswegen ihn jetzt als Asche tatsächlich auch wenn er da komplett unnütz ist, können wir gerne mal ausprobieren. Und jetzt hier aber geben wir die Iris der Verfinsterung, um zu gucken, was er da dann draus macht. Would not. Am I not pure? Defile thee, I would never. I ask, why wouldst thou think to purloin from me? Deignest thou not to look upon me? All this time, I held in my heart only thee. Zack. Okay, dann stirbt er und ich krieg sein Großschwert. Hey, warum nicht? Dann haben wir jetzt auch endlich seine Waffe. Die hatte ich nämlich bis dato noch nicht. Aufspießender Stoß. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Aber die Waffe sieht ganz cool aus. Also, wenn man nochmal ein Feuerritter-Bild machen kann. Wobei einfach Mesmer-Speer. Ihr habt die Attacken von ihm gerade noch gesehen. Die Waffe ist schon verdammt cool. Also habe ich gern mit ihr gekämpft. Vielleicht kann ich das bei Gelegenheit auch nochmal hier einbauen. Weil das ist wirklich ein cooler Bild. Oh, ich darf ihn nicht zaubern lassen. So, okay. So, okay, perfekt. Perfekt, sehr schön. So, hier in der Mitte, da kann man auf Marikas Statue springen, auf die Kopflose und sich die, oder ich glaube ein Skatobaum oder eine verehrte Geisterasche einsammeln. Ich habe das letztes Mal gemacht, aber ich hatte Probleme, wieder zurückzukommen. Oh. Weil das Wasser ja da noch so hoch ist und ich bin dann beim Zurückspringen gestorben. Und deswegen lasse ich dieses Mal, glaube ich, erstmal das Wasser ab, bevor ich diesen Sprung nochmal probiere, sage ich mal. Oh! Okay, jetzt wäre ich ihm fast hinterher gesprungen. Von daher würde ich sagen, aktivieren wir jetzt einfach schnell die Gnade da oben. Zack. Denn die führt uns dann auch wieder in einen neuen Bereich, beziehungsweise wir sind dann wieder im Probenlager und können das weiter erkunden, was uns letztendlich, glaube ich, dann eben auch in die zwei erwähnten neuen Gebiete bringt. Von daher, das schadet nicht. Boah, geht das weit hier hoch. Ich trinke mal. Mal so. Genau. Wer sich erinnert, vorletzte Episode war das, glaube ich. Ne, letzte Episode war das wahrscheinlich sogar. Standen wir nämlich genau hier. Der hier hat Sachen nach uns geworfen. Der nette Kerl. Und hier drüben haben wir schon alles erkundet. Aber hier haben wir jetzt eben eine Gnade, die wir aktivieren können und von der wir dann weiter hoch können. Aber ich will natürlich jetzt erstmal den Rest des Kirchenbezirks unten erkunden, bevor wir jetzt hier ganz hoch fahren. Vielleicht schaffen wir das aber auch noch. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Aber mit dem Mesmerkampf am Anfang haben wir jetzt natürlich schon etwas Zeit verbraucht. Ist aber gar nicht schlimm. Denn wir können jetzt hier definitiv zumindest noch die unteren Level ein bisschen erkunden. So, jetzt geht es natürlich genauso lang wieder runter, aber ich will eigentlich nicht, dass die ganzen Feuerritter wieder respawnen und ich den Weg nochmal gehen muss. Deswegen habe ich jetzt gerade nicht geheilt. Aus gutem Grund. So. Schatten
Bergfried-Kirchen-Bezirk. Perfekt. Ja, wie gesagt, das Ding lassen wir kurz mal da stehen. Und hier hat man später einen Aufzug, der einen wieder hier nach oben bringt. Also da hilft es dann, wenn wir da vielleicht dieses Objekt noch einsammeln wollen. Aber jetzt gehen wir erstmal den letzten verbleibenden Weg sozusagen. Und der führt uns hier raus. Und dann letztendlich eben zu dem begehrten Schalter. So, in letzter Zeit stockt mein Spiel ein bisschen. Weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht zu viel Mist dabei. Zu viele Objekte mittlerweile. Das ging mir mal das letzte Mal so extrem auf Konsole in Skyrim. Weil da habe ich auch gehortet meine Objekte irgendwie in irgendwelchen Schränken. Ich habe sämtliche Stories gemacht und so weiter. Und dann hat irgendwann mal mein Spiel gestockt. Auf der damaligen PlayStation 3 war das dann vielleicht sogar noch, würde ich behaupten. Ja, klar. Und ja, das hat das Spiel irgendwann mal nicht mehr ausgehalten, was ich da alles eingesammelt habe. So, jetzt kommt eine der cooleren Animationen im Spiel tatsächlich. Es ist so selten, dass man welche bekommt. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole hier. Wie wir jetzt hier das Wasser aus dem Kirchenbezirk ablassen. Nice. Finde ich, sieht einfach cool aus, muss ich sagen. Wenn man so ein gesamtes Gebiet nochmal freilegt, das ist wirklich selten, solche Momente in dem Game. Und mir gefällt der sehr gut. So, und jetzt gehen wir da runter. Wohlwissend, dass da Monster auf uns warten, die da Bäume umgeschmissen haben, während wir auf diesem Ring rumgelaufen sind. So, kriegt man schon mal den Blick auf die Gnade. Guck mal, das sieht auch cool aus. Hammer. Sehr, sehr schön. Okay, und ich glaube, jetzt konnte ich auch einfach hier runter. Und dann, ja, genau, hier einfach den unteren Bereich fallen. Zack, den nehmen wir mit. Und jetzt eben ganz wichtig, hier den Ort der Gnade aktivieren, weil dann fangen wir einfach direkt wieder hier an. Und jetzt kann ich eigentlich auch bedenkenlos kurz rasten, damit wir ausgeruht zu dem verdammten Gegner da vorne gehen. Und mal schauen, wie das hinhaut. So. Das nehme ich gerne, vielen Dank. Ich glaube, hier war auch irgendwo so viel Krabben. Hier sind, hier ist auch irgendwo eine, ich glaube hier sogar, kann das sein? Ja. Der hat mich direkt getroffen, okay. Oh! Klick. Trifft wahrscheinlich nicht mehr, ne? Okay. Oh, komm. Zack, zack. Okay. Alles gut, alles gut. Also diese Bombe oder Rakete, Gravitationsrakete, ja, da habe ich noch nicht so den Dreh raus, wie ich die gut einsetze, muss ich zugeben. Okay. Ah, du kommst direkt. Heißen die Baumgeister? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie die heißen. Er hat auf jeden Fall ziemlich viel Gesundheit. Eindruck, aber wahrscheinlich habe ich jetzt hier mit dem Spells das gleiche Problem. Wenn ich so nah dran bin. So, komm her. Zack. Bam, 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 bam. Und weg. Zu nah dran. Zu weit weg, meine ich. Jetzt aber. Zack, 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 zack. Ja, also der hat wirklich viel Gesundheit. Aber ich mache keinen Schaden. Ah, verdammt, ich wollte den anderen Trank nehmen. Ah, ja, 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 das habe ich verdient. Vielleicht probiere ich es mal mit dem hier. Der war ja gegen Mesmer schon gut. Bei so einer großen Fläche, warum nicht? Haltung brechen vielleicht mal. Oh, du explodierst. Oh, nicht aufgepasst. Und du schnappst mich. Ja, ja, ja. Völlig verdient.
Überlebe ich's? Nee, doch. Dran. Okay, wir sind am Start. Ich habe nur noch zwei Tränke. Alter! Okay. Weg. Ah, das könnte der Spell gegen ihn sein, weil tatsächlich der in dem Moment natürlich direkt unter ihm bleibt. Das ist gar nicht schlecht. Oh, wo ist der? Nein, okay. Nochmal. Ausweichen. Okay. Zack, nochmal. Jetzt habe ich was befürchtet, dass mich das trotzdem erwischt. Oh, nein. Ah, verdammt. Das könnte mein Ende sein. Kein Trank mehr. Ne, zu früh gerollt. Dachte ich jetzt schon lang genug verzögert, aber nein. Na gut, aber den kriegen wir hin, Das ist nicht Mesmer. Das sollte möglich sein. So, jetzt machen wir das so. Können wir vielleicht hier den direkten Weg reinnehmen. Vielleicht auch noch meine Runen sichern. Nichts für den Anfang, vielleicht erst in der zweiten Phase, jetzt erstmal mit dem Schwert. Nee, jetzt nicht schon von Anfang an so viel Zaubertränke brauchen. Eieiei. Ist ja vorhin besser gestartet. Ja, okay. Ja. Er will jetzt nicht, dass ich mir irgendwie Zeit nehme hier. Den Trank hier. Eieiei. Einmal, zweimal. Nee. Sonst kann ich ihn immer ganz gut riechen, wollte ich gerade sagen. Lesen. Aber gerade habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Naja, gut. Aber das war ein kläglicher Versuch. Da war der Versuch vorher deutlich besser. Ich bin wahrscheinlich ausgelaugt von Mesmer. Aber ich finde trotzdem, er hat extrem viel Gesundheit. Ich weiß, dass hier nochmal so ein Kerl ist. Den habe ich letztes Mal irgendwie aus Versehen gecheased, was gar nicht meine Absicht war. Aber den aus Versehen direkt gekillt, als ich Schnellreise gemacht habe. Mal gucken, ob das dieses Mal wieder klappt. Jetzt vielleicht mal alles in Ruhe. Nochmal ein Ding. Oh, da kommt er. Das war nix. Oh, weiche ich doch mal aus. So geht er nix. Na doch, gerade so. Okay, alles gut. Nee. Wenigstens habe ich mein Spell noch rausbekommen. Jetzt muss ich weg. Trank. Nicht aufgepasst. Das war besser. So, jetzt kommt Feuer. Alles gut, wir sind im Game. Besser als gerade auf jeden Fall. Schaden. Okay, das wird jetzt nochmal. Zack. Baum als Cover. So, jetzt nicht wieder auf den letzten Metern die Nerven verlieren hier. Dieser Zauber funktioniert aber genial gegen ihn.
muss man wirklich sagen. Das ziehe ich jetzt durch, glaube ich. Ja, jetzt haben wir sogar nochmal seine Haltung gebrochen. Komme ich hin? Zack, das sollte reichen. Okay, Dornenmantel werde ich in meinem Leben nicht benutzen, aber wir haben ihn besiegt. Das war das Wichtige. So, und jetzt, da war die Gnade, hier war die Krabbe, die wir gerade besiegt haben. Und ich glaube, hier können wir jetzt nochmal eine Abkürzung freischalten. Genau, und zwar führt die uns nach oben zu unserem Startpunkt von heute quasi. Zack. Da kann ich jetzt auch mal ganz kurz heilen, weil wir haben jetzt wieder einiges an Tränken verloren. Vor allem, weil gleich nochmal so ein Ding auftaucht. Und letztes Mal habe ich das ähnlich gemacht und hatte den dann, glaube ich, den wir jetzt gleich finden, aktiviert. Obwohl ich ihn noch nicht so wirklich aktivieren wollte, weil ich erstmal hier für den Guide gucken wollte, was man hier findet in diesem Gebäude. Nichts, Spoiler Alert. Und dann bin ich nochmal hoch, um zu rasten, um den eben nochmal neu zu aktivieren. Und dann ist er gestorben. Und ich nehme an, ich nehme an, dass man den so vielleicht schießen kann, sag ich mal. Vielleicht probieren wir das einfach nochmal, einfach um das auszuprobieren. So. Gut, habe ich gedacht. Richtig getroffen. So, jetzt müssen wir heilen. Ich bin innen drin, warum auch nicht. Hey, du hast deine Kindchen getötet hier. Das war ich nicht. Na gut, so, die haben wir gefunden. Schattenreich Rune 5 und so. Und ich glaube, ich bin dann da hinten irgendwo rumgelaufen. Ah, ich bin um dieses Gebäude, in dem ich jetzt gerade drin bin, rumgelaufen. So rum war's. Ich will das einfach mal ausprobieren, ob das Zufall war oder ob das eine Methode ist, die man wirklich einsetzen kann, okay? Deswegen laufen wir jetzt hier einmal ganz kurz um das Gebäude rum. Zack. Bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich mich hoch gebeamt habe. Nee, wahrscheinlich habe ich mich nicht hoch gebeamt. So, man muss nämlich, glaube ich, hier rein. Schmiedesteine mitnehmen. Zack. Und hier taucht der, glaube ich, auf, ne? So, genau. Da ist nämlich nochmal so ein Kerl. Und der folgt einem ja auch ein bisschen, interessanterweise. Oh, jetzt sterben wir natürlich ein bisschen. Ja, gut. Ah, so viel zu dieser Theorie. das ist nicht gelaufen wie geplant. Das ist nicht gelaufen wie geplant. Na gut, egal. Können wir trotzdem noch ausprobieren. Ich will euch nur zeigen, was ich meine, wie ich's gemacht habe und wie der dann plötzlich gestorben ist. Ne? Aber ich gebe keine Garantie dafür, dass das nochmal funktioniert. Ich habe mich sogar fast ein bisschen geärgert, weil natürlich dadurch den Kampf konnte ich gar nicht im Guide zeigen, sondern nur wie ich die Iris erhalten habe, die wir jetzt nämlich hier gleich bekommen werden. Aber das soll uns nicht weiter stören, vor allem jetzt so kann man das, glaube ich, ganz gut erkennen, wie das dann vielleicht klappt. Aber kann auch sein, dass es gar nicht nochmal passiert. Also das würde ich jetzt einfach mal ausprobieren. So, jetzt gehen wir nochmal hin. Triggern den. Und jetzt renne ich nochmal vor ihm weg. Vielleicht ist man ein bisschen besser als... Ich kann mir nämlich vorstellen, dass dadurch, dass das Gebiet eigentlich unter Wasser steht, dass das irgendwie daher kam. Aber ich glaube, er ist mir bis hier hinten in den Aufzug damals irgendwie gefolgt. Jetzt gucken wir mal. Jetzt fahre ich mit dem Aufzug hoch. Gucken, ob er hier irgendwie noch attackiert quasi. Guck mal, er ist jetzt hier auf jeden Fall hier unten. Jetzt könnte man sich sogar überlegen, ob man von hier... Ah ja. Okay, good to know. Allein das ist ja schon ein guter Cheese. Okay, und jetzt habe ich gerastet, meine ich. Und dann habe ich plötzlich die Iris bekommen und er ist gestorben. Okay, aber das scheint Zufall gewesen zu sein. Also, aber dann würde ich sagen, probieren wir das wenigstens. Dann haben wir jetzt vielleicht eine andere Methode wenigstens rausgefunden,
wie man den relativ entspannt, toi toi toi, besiegen kann. Weil danach müssen wir einfach, glaube ich, hier in die große Kathedrale rein und dann haben wir das hier schon. So, jetzt schnell wieder weg, schnell wieder weg. Zack, zack, zack. Er kommt, er kommt, er kommt. Oder auch nicht. Doch, er kommt. Oh, er kommt. Nicht wieder sterben, er kommt. So, zack. Hopp. Hopp. So, jetzt gucken wir mal, ob das geht. Ja, okay, da, wenn er da ist, nicht. Visieren. Okay, aber das funktioniert. Das sieht so aus, als könnte das gut funktionieren. Bisschen zeitaufwendig, wobei auch nicht zeitaufwendiger, wie wenn ich da unten stehe und den Zauber einsetze. Viel mit dem Schwert habe ich ja gerade auch nicht gearbeitet. Ah, jetzt haut er ab. So haben wir nicht gewettet. Jetzt hat er keine Lust mehr auf den Mist. So, dann müssen wir doch runter. Oder kommt er jetzt wieder? Ich habe das Gefühl, er attackiert da draußen gerade. Er ist da hinten, okay. Na gut, Hälfte haben wir. Dann schauen wir mal, weil das ist hier ganz schön eng, um gegen ihn zu kämpfen, finde ich. So, machen wir einfach weiter. Oh, das reicht. Ja, danke. Das ist gut. Ich bin, glaube ich, fast aus seiner Reichweite. Zack, zack, zack. Weg. Voila. So, okay. Theoretisch kann ich doch jetzt wieder... Oh! Alles klar, alles klar, alles klar. Kann ich jetzt wieder hochfahren? Und nochmal runtergucken. Na, was machst du? Anvisieren, anvisieren, okay. Ne, er haut schon wieder ab. Okay, ah, vielleicht nicht. Ich meine, ich könnte jetzt auch da hinten rüber gehen und von dort das machen, aber dann komme ich, glaube ich, nicht mehr so easy zu meinem Aufzug, sollte ich ihn dann irgendwann mal aus dem Sichtfeld verlieren. Das ist mir dann doch zu riskant. Aber die Steinklingen sind cool gegen so große Gegner. Voilà. Jetzt nicht explodieren gerade, danke. Jetzt hätte ich auch mal wieder meine Schwerter einsetzen können, wenn ich so nah dran bin. Zack. Ah, ausweichen. Nein, schade, reicht nicht mehr. Explodiert, das ist gut. Raus, oder? Ja. So, perfekt. Sehr gut. Iris der Verfinsterung. Da bekommen wir sie. Wir haben gerade eine abgegeben. Jetzt haben wir die zweite. Die können wir dann für Jolans Quest einsetzen. Und damit haben wir uns eigentlich verdient, hier in die Kathedrale reinzugehen. Ah, das habe ich vergessen, dass du hier bist. Ah, oh, nee. Der beschwört, glaube ich, Skelette, wenn ich mich nicht täusche. Oder... Ach ja. Und nee, diese Explosionsdinger beschwört er. Auch nicht besser. Und dann kommen die Attacken, alles klar. So, aber ich sollte ja eigentlich, wenn ich an ihn rankomme, wieder... Zack. Und dann haben wir ihn eigentlich, oder? Bam, bam, perfekt. So, dann könnt ihr jetzt mir von mir aus explodieren. Ah, ihr geht kaputt, wenn er kaputt geht, noch besser. Ja, okay. So, und jetzt sind wir nämlich unterhalb der Statue, die ich vorhin eben nicht betreten habe. Siegel des Feuerritters. Kann man gut nutzen, um eben diese Feuerritter-Anrufungen und Spells zu benutzen. Oder Anrufungen sind es wahrscheinlich. Aber das gucken wir uns vielleicht mal bei Gelegenheit mit einem anderen Bild, wie gesagt, an. Vielleicht... Als nächstes, ich habe gerade eh keinen großen im Kopf, den ich auch unbedingt aktuell ausprobieren will. Vielleicht machen wir da mal den Feuerritterbild als nächstes. So, jetzt haben wir die Abkürzung hier hoch. Oh, ich habe vergessen, dass man da springen muss.
Das war knapp. Das macht die so angenehm, wenn man die so stunnen kann. So, und jetzt können wir hier versuchen, eben auf die Statue rüber zu springen. Objekt Skatobaumfragment war es doch. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man wieder runterfällt. Perfekt. So, dann haben wir das. Und dann können wir, glaube ich, hier jetzt schon den Weg gehen. War da oben was? Ja, da oben war, glaube ich, was. Aber es könnte auch ein Handbuch gewesen sein. Ja, scheint so. Geht's wieder hier runter. Zack. Perfekt. Und jetzt können wir mal gucken, wo wir auf der Karte sind. Uns wird es jetzt letztendlich in dieses kleine Gebiet hier verschlagen. Ich dachte erst, man kommt jetzt hier in die grüne oder in diese hier, aber Pustekuchen, dafür müssen wir noch deutlich weiter hoch, und zwar über den Weg, den ich vorhin kurz gezeigt habe, durchs Probenlager. Aber jetzt gehen wir erstmal hier runter. Cool, wie ich hier so nach oben leuchte. Hat was. Oh, hier gibt es sogar einen Ort der Gnade, das ist sehr nett. Dann rasten wir hier doch mal ganz kurz. Zack. Und dann... kommt da jetzt noch irgendwas oder ist da gleich der Boss da hinten? Ich glaube, da kommt jetzt gleich der Boss tatsächlich. Wir sind jetzt nämlich tief unten. Tief, tief unten in einer Höhle. Auch ein ziemlich abgefahrener, unheimlicher Ort hier, habe ich völlig verdrängt. Und hier finden wir jetzt die andere Iris. Also wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, eben entweder die des der Gnade oder die der Dunkelheit oder was es heißt, die andere, ich vergesse das immer, Verfinsterung einzusetzen. Und wir haben jetzt gerade einmal die Verfinsterung eingesetzt und ich will bei der anderen Gelegenheit auch wieder die Verfinsterung einsetzen. Ich wollte es eben nur in der Reihenfolge machen, sodass ihr immer die Möglichkeit habt, die freie Wahl zu treffen. So, Marikas Rune, sehr stark. So, und jetzt sind wir schon in dem Bosskampf tatsächlich. Jetzt ist die Frage, ich habe jetzt natürlich auch wieder ein paar Runen dabei. Macht mir ein bisschen Angst. Wir können jetzt einmal reingehen. Einfach mal nur um zu gucken, wie das so läuft, sage ich mal. Und wenn es gut läuft, probieren wir es nochmal. Und wenn nicht, dann nicht. Das ist jetzt meine Strategie. Ich hole mal den Kleben hier. Hier vielleicht mit dem Feuerritter Quilein antreten. Aber ich glaube, der hier könnte auch ganz cool sein. Wenn man denn es schafft, ihn am Leben zu halten, das kann nicht der Eindruck ist. So, man muss definitiv immer die Blüte angreifen, weil da macht man deutlich mehr Schaden. Oh oh. Oh, oh, das habe ich verdrängt. Das habe ich glaube ich verdrängt, da muss man in Bewegung bleiben. Mal, zweimal ausweichen, alles klar. Besser ausweichen. Zack, zack. Schießt du mal wieder, kleiner Mann, oder wie sieht's aus? Oje, oje, oje. Okay, jetzt haben wir sie. Aber ich bewege mich nochmal strategisch zum... Oh! Muss ich... Ne, genau. Ich weiß nicht, hätte ich sie stechen müssen, weil sie taucht, glaube ich, dreimal wieder auf. Aber vielleicht nur, wenn ich sie auch am Ende steche. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Okay. Okay, okay, okay. Hm. Ja, also das ist der Bosskampf, der da auf uns wartet. Kriege ich den heute noch hin, ist die Frage. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich muss ja jetzt eh nochmal rein, um meine Runen zu bekommen. Aber jetzt passt mal auf. Jetzt machen wir das mal folgendermaßen. Ich will mir zumindest die Möglichkeit geben, meine Runen wieder zu bekommen. Und ich würde, glaube ich, einfach mal aus Prinzip
Feuerritter Quiline ausprobieren wollen. Den habe ich nämlich noch nicht wirklich ausprobiert. Und da wir den ja heute bekommen haben, passte da ganz gut rein thematisch. Ah, Hilde hätte ich zumindest schon aufgelevelt. Quiline nicht. Egal, mach mal kurz, oder? Kurz in die Tafelrunde. Zack. Und leveln kurz Quiline auf. Das sollte ja kein Thema sein. Hallo, meine Liebe. Doch, das ist natürlich ein Thema, wenn ich keine Ruden habe, verdammte. Komm, ich bin da jetzt heftig drauf. 80.000 Ruden, was soll der Geiz? Ich laufe hier nur Gefahr, sie zu verlieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, Quiline kriegt keine große Geistertal. Rune, so, und dann gehen wir hier wieder rein. Jetzt muss ich es zu meinen Runen schaffen und dann meine Flasche trinken, um meine Runen auch zu behalten. Das wäre jetzt der Trick, beziehungsweise ich trinke es jetzt, dann vergesse ich schon nicht. Geh mal rein, dann beschwören wir Quiline und da liegen meine Runen, okay. Oh, die sind nicht besonders nah. Wehe. Okay, ich trinke jetzt auf Safety. Ich muss auf jeden Fall direkt in den Nahkampf, weil diese Fernattacke von ihr ist fies. Ich will diese Runen. Ich sehe mich sterben. Egal. Alle Tränke ausgegeben. Egal, ich habe die Runen. Das war das Hauptmerkmal jetzt hier in der Runde. Dann muss ich nämlich da jetzt erstmal kein Sorgen. Jetzt kann ich eigentlich sterben. Glücklich sterben. Warum habe ich meine Waffe nicht ausgerüstet? Was ist das passiert? Okay, komm, jetzt sterben wir schnell. So, jetzt habe ich nämlich meine Runen dabei. Jetzt muss ich mich nicht am Anfang um die Runen kümmern. Weil das ist immer das, wo man extrem viel Gesundheit verliert, wenn man nur den Runen hinterher rennt. So, zumindest geht es mir immer so. So, und jetzt können wir das nämlich nochmal probieren. Ohne die Sorge um die Runen. So ist der Plan. So, Quiline, du kannst dich diesmal beweisen. So, dann müssen wir den mal ausweichen. Das sind diese Dornen, die wir auch eingesammelt haben kürzlich. Einmal, zweimal. Arzt, nicht zu schnell ausweichen. Trank. Warum habe ich keinen Trank genommen? Ah, ich hatte nicht den richtigen ausgewählt. Das war ein Vertrieben. Vielleicht drei Tränke. Ich habe jetzt gedacht, dass hier der Feuerritter wenigstens ein bisschen was ausrichtet. Ne, okay. Da wäre jetzt natürlich mein eigener Feuerritterbild gar nicht schlecht, weil dann würde ich ja Feuerschaden machen, was bestimmt helfen würde, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber jetzt noch den anderen Weg gehen, bringt uns auch nichts. Also ich glaube, ich hänge mich jetzt hier auf an dem und probiere es und schauen einfach, ob wir ihn schlagen können oder nicht. Und ansonsten schlagen wir ihn Anfang nächste Episode. Das war ein Plan. Diese Attacke, ey. Das ist super gemein, der am Anfang auszuweichen. So, einmal, nochmal, dann direkt zurück. Okay, zwei Schläge reichen, weil sonst... Ne, krieg ich nicht rein, alles klar. Das war nix. Ja, der macht gar nichts. Ich denke halt hier jetzt einen Feuerzauber auf die Blüte drauf zu gehen, aus der Ferne. Das müsste doch einigermaßen hinhauen. Kann man diese Attacke irgendwie ausweichen? Muss ich da ganz weit draußen sein? Das sind ja jetzt alles Sachen, die wir jetzt heute ausprobieren können. Um dann nächstes Mal gewappnet zu sein, sozusagen. Hauptsache, ich muss mir keine Sorgen um meine Runen machen. So, zack. Okay, Quiline. Was gibt's für einen Zauber, der hier... Ich meine, vielleicht hilft bei ihr diese Rakete ganz gut. Schauen wir mal.
Ausweichen. Die zweite Ausweichen muss sehr, sehr versetzt kommen. Macht die... Ja, okay, die macht auch nicht wirklich viel Schaden. Obwohl sie jetzt, glaube ich, den Kopf getroffen hat. Die zweite Attacke. So, wie viel Schaden macht das? Das macht okay Schaden. Ich muss halt auch irgendwas hier mal ausweichen, sonst kommt man nicht weiter. Freeline macht gar nichts, aber gut, es ist halt einfach, die checken nicht, dass sie die Blüte angreifen müssen. Oh, das ist schlecht. Das ist klar, die checken einfach nicht, dass sie die Blüte angreifen müssen. Okay, Rennen bringt hier nichts, interessanterweise. Kann ich eigentlich, nee, ich wollte gerade sagen, kann ich eigentlich auf mein Pferd starten? Das wäre eine heiße Nummer gewesen. Oh! Besser. Jetzt haben wir sie gestunt. Jetzt schnell hin. Na, okay, 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 doch. Wir haben sie. Zumindest das erste Mal. Oh. Jetzt aber. Okay, also ich kann sie mit dem Stein auch, wie ähnlich wie Mesmer, tatsächlich normal stunnen. So, und das müssen wir jetzt aber noch dreimal machen, weil ich habe schon all meine Tränke ausgegeben. Also das wird ein bisschen schwieriger. Ah, das ist so eine fiese Attacke. Und sie kommt nochmal und ich bin tot, oder? Ne? Okay, da kommen die Dornen. Zu allem Überfluss. Alter. Wieder, mach mal was. Genau diese Attacke, diese Feuerattacke. Mach die häufiger. Oh, bin ich draußen? Ja, ich bin draußen. Sehr gut. Oh, da kommt sie. Ich habe keine Heiltränke mehr. Kann ich ausweichen? Nee, sie macht's nicht. Okay. Das ist die große Frage. Hat der Trank lang genug gehalten, damit ich jetzt noch meine Runen zurückbekomme? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht der Fall ist. Lasst uns mal gucken. Doch, wow. Krass. Na gut, also, nächstes Mal denke ich nochmal mit einem neuen Bild. Wir haben ja den jetzt auch schon wieder zwei Videos lang gespielt. Auch wenn er mir sehr gut gegen die Feuerritter gefallen hat. Vielleicht kämpfe ich mich damit noch durchs Probenlager. Mal gucken. Mal gucken. Ich überlege es mir bis zum nächsten Mal. Lasst euch überraschen. Lasst gerne ein Like da. Wir haben Mesmer besiegt, immerhin. An seiner Blume scheitere ich noch ein bisschen, aber die kriegen wir auch hin. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin und tschüss.